Wir sind zu der Initiative gekommen, um unseren Wochenmarkt am Leben zu erhalten. Durch Eigenleistung, Eigenverantwortung und Dynamik. Wir sind ja nicht erst seit gestern initiativ, sondern mit den entscheidenden Gremien, Parteien und der Verwaltung schon seit 5 Jahren im Gespräch. Und wir hier das machen, wir sind diejenigen, die schon seit den letzten Jahren, Jahrzehnten mit den Ämtern Kontakt haben und auch immer mit uns den Wochenmarkt gekümmert haben. Also irgendwann muss es mal gemacht werden. Die Privatisierung, die wir vorhaben, kann nur Vorteile für uns als Händler und auch für die Kunden sein. Wochenmarkt, sämtliche Wochenmärkte in Solingen seit Jahren bei der Verwaltung, bei der Wirtschaftsförderung, bei der Politik. Und deswegen sind wir 4 zusammengetreten, um gemeinschaftlich ein Ziel zu verfolgen, unsere Wochenmärkte am Leben zu erhalten, zu erweitern durch neue Ideen, durch neue Konzepte. Und dadurch, dass wir auch auf allen Märkten vertreten sind, haben wir uns dazu berufen gefühlt, eigenverantwortlich zu handeln für alle Kollegen, die wir haben. Der Kunde hat den Vorteil, es kommen neue Ideen auf den Markt, es werden neue Konzepte umgesetzt durch Aktionen. Wir können Vereine integrieren, was momentan so nicht möglich ist, bedingt durch die Marktordnung. Die reglementiert das ganz stark. Wir sind deshalb jetzt in die Verantwortung getreten, weil wir Schaden abwenden wollen. Denn alle anderen Alternativen, die wir haben, sind schlecht für das Marktgeschehen insgesamt, für die Stadtteile und für die Stadt Solingen im Ganzen. Für die Kunden hat das den Vorteil, dass der Markt, so wie er jetzt ist, in allen Stadtteilen bleibt, weil wir die Zusage geben, die Aufstellung, die gewachsen ist über Jahre, teilweise über Jahrzehnte, die achten wir und die werden wir beibehalten. Und der Kunde wird künftig und in den nächsten Jahren seinen Lieblingshändler und seine Lieblingshändlerin genau da wiederfinden, wo er sie auch in den letzten Jahren gefunden hat. Das gibt Vertrauen, stärkt Vertrauen und gibt Stabilität in das Marktgeschehen insgesamt. Und für den Verbraucher. Drauf, weil die Verwaltung ist an uns herangetreten, die obere Verwaltung, und hat uns dieses Konzept vorgestellt, was wir aufgegriffen haben, bevor ein externer Unternehmer hierher kommt und den Markt ganz kaputt macht. Der Kundenvorteil ist, dass die Struktur des Wochenmarktes erhalten bleibt und verbessert werden soll, aber nur in Verbindung mit unseren Kollegen. Das heißt, dass unsere Kollegen auch mit ins Boot genommen werden bei Besprechungen und auch bei eventuellen Verantwortungen. Zuerst mal ist der Markt Treffen für Leute, die gerne in Gesellschaft sind. Wir reden mit den Kunden, wir verkaufen nicht nur, wir sind nicht steril an einer Kasse, sondern wir verkaufen unsere Waren und reden mit den Leuten. Wir geben Rezepte weiter, wir erklären den Leuten die Waren. Und das ist sehr wichtig. Die Marktatmosphäre ist eine ganz andere wie im Laden. Die Markt ist aufgeschlossener, der ganze Wochenmarkt. Die Kunden, die Kommunikation findet hier viel mehr statt. Ist eine ganz andere Atmosphäre. Man spricht von Marktatmosphäre, die tatsächlich stimmt. Wir machen den Markt appetitlicher durch Produkte aus der Region. Lecker.